Ich bin mir nicht sicher. Tanzen dort kleine Leute? Oder sind wir mit einem Boot auf einem Fluss der Verwirrung gefahren? Was ich aber mit Sicherheit weiß, ist, dass wir einen Hersteller von ethisch hergestelltem, hochwertigem Konfekt in den Ruin getrieben und stattdessen billige, in Maissirup getränkte Süßigkeiten mit faulen Tricks vermarktet haben. Und all das für den Profit. Meere voller Limonade? Lebkuchenstrände? Präsident, es war viel, viel besser als das.